Die Geschichte von Josua und dem Zug über den Jordan. Damit hatte er gerechnet. Damit hatte er gerechnet, dass sie kommen würden und ihn fragen würden. Jetzt raschelte es draußen, vor dem Zelt. Da standen sie, die Ältesten. Er wusste genau, wie ihre Gesichter aussahen und was sie jetzt von ihm wollten. Aber er war noch nicht bereit. Nein, er war noch nicht bereit. Bevor sie reinkamen, schlug er die Zeltplane auf die Seite, trat vor. Josua, wollten sie beginnen. Josua, bitte. Nein, ich mache es noch nicht. Ich bin zu jung. Ich wage es noch nicht. Die Aufgabe ist mir zu groß. In die Fußstapfen von Mose zu treten. Ich? Nein, kann ich doch nicht. Gebt mir doch Bedenkzeit. Wenigstens etwas Bedenkzeit. Die bittenden Blicke der Ältesten begleiteten ihn, trafen sein Herz. Er sollte sie hinüberführen. Er, Josua, wer war er denn? Das ganze Volk, so wie Moses getan hatte, hinüber ins gelobte Land, in die Zukunft. Boah, kann er doch nicht. Nein, ich bin zu jung, sagt er noch einmal. Gebt mir Bedenkzeit. Die Ältesten nicken und sagen, ja, diese Nacht. Josua war alles zu eng. Er musste raus. Raus vor die Zeltstadt. Hinauf auf den Hügeln. Dort wollte er hin. Den Abend dort verbringen. Nach einer halben Stunde war er dort. Ließ sich fallen auf einen Felsen und sah hinüber. Dort das gelobte Land. Die Zukunft. Das Land, das ihm verheißen war, wo Milch und Honig fließen würden, wo fruchtbares Land wartete. Und er sah schon die grünen Äcker dort drüben. Aber er sah auch Städte und Herausforderungen. Ob die sie freundlich aufnehmen würden, ob das wirklich ihr Land sein könnte. Und dann die Erinnerung. Der Blick zurück. Boah. Mose und der Aufbruch aus Ägypten. Der Durchzug durchs Schilfmeer, Aufbrechen, Hunger, Manna, auf Gott vertrauen, 40 Jahre Wüste. Und jetzt er, dieses Volk führen? Viele, viele Fragen im Kopf. So saß er da und sah hinüber, die Zukunft. Und dann wieder der Blick hinunter, ins Tal, die Zeltstadt, sein Volk. Die Hoffnung, die Erwartung, die Blicke der Ältesten. Ja, wie soll er das schaffen? Ich bin doch zu klein. Darüber war es Nacht geworden. Der Sternenhimmel funkelte. Und Josua meint, eine Stimme zu hören. Oder war sie da? Die Stimme Gottes? Hey, was war da zu hören? Josua, Josua, hab keine Angst. Ich bin mit dir. Ich begleite dich auf allen deinen Wegen. Ich bin mit dir, wenn du hinüberziehst ins neue Land. Verlass dich drauf. Du gehst nicht allein. Fürchte dich nicht. Sei zuversichtlich und wage es. Du kannst es. Dann ist es wieder still. Nur die Sterne funkeln noch ein bisschen heller. Lange sinniert Josua über diesen Satz. Lange sinniert Josua über das, was er miterlebt hat. Als im Osten der Himmel sich rötet, gibt er sich einen Ruck und steht auf. Gestrafft, aufrechter vielleicht, schneller auch, läuft er hinunter ins Lager. Sie sind schon wach, sie warten auf ihn. Er sieht es an ihren Augen und sie sehen es an seinen. Ja, sagt er, kommt, wir brechen auf. Wir ziehen hinüber ins gelobte Land. Wir brechen auf in unsere Zukunft. In das Land, das Gott uns versprochen hat. Ich führe euch. Musik.